Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen fünften Grundlagenwebinar, diesmal zum Thema Folienkondensatoren für DC-Link-Anwendungen. Mein Name ist Erik Rehmann und ich bin Marketingmanager bei GVA in Mannheim. Zu unserer Fachpräsentation begrüßen wir heute erneut Dr. Arne Albertsen, Senior Sales Manager bei Yanghai Europe in Krefeld. In dieser Funktion unterstützt er schwerpunktmäßig europäische Kunden im Bereich der Design-ins und Anwendungsberatung. Dieses Webinar ist Teil einer fünfteiligen Grundlagenschulung, die Dr. Albertsen rund und um die Kondensatortechnik abhält. Schauen Sie gerne auf unserer Website gva-power.de vorbei oder besuchen Sie einfach unseren YouTube-Kanal und sehen sich die Videomitschnitte der bisherigen Webinare zu einem späteren Zeitpunkt an. Nutzen Sie während dem Live-Webinar gerne die Chat-Funktion unseres Online-Portals und stellen Ihre Fragen. Wir werden im Anschluss des Vortrags gerne darauf eingehen. Nun aber schalten wir live zu Dr. Albertsen, ganz in der Nähe von Kiel. Arne, ich hoffe, du kannst uns gut hören und auch sehen. Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Schönen guten Morgen, Erik. Das klappt mit der Verbindung. Trotz Schnees haben wir hier eine stabile Verbindung. Und ich freue mich, Sie heute begrüßen zu können zu dem fünften und in diesem Jahr letzten Teil der Grundlagenwebinare zum Thema Kondensatoren. Heute wird es insbesondere um Folienkondensatoren gehen. Und bevor es soweit ist, möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen, was das Unternehmen Zhanghai ist und was wir herstellen, denn vielleicht ist das nicht allen von Ihnen geläufig. Nantong Zhanghai Capacitor mit vollem Namen wurde 1958 gegründet, hat heute mehr als 3000 Mitarbeiter und ungefähr 10% der Mitarbeiter sind im Bereich Forschung und Entwicklung, da wir einige Vormaterialien, aber eben auch Produkte selber entwickeln. Inzwischen umfasst die Firmengruppe 15 Firmen und erwirtschaftet im laufenden Jahr einen Umsatz von knapp 1,2 Milliarden Dollar. Und seit 2010 ist Shanghai an der Börse in Shenzhen gelistet. Wir haben weltweite Vertriebsbüros und machen sehr viel technische Design-In-Unterstützung, da wir viel kundenspezifische Produkte in Großserie herstellen. Die Produkte sind neben den Vormaterialien für Kondensatoren insbesondere Aluminium-Elkos und, um die wird es heute schwerpunktmäßig gehen, Folienkondensatoren. Ein relativ junger Produktzweig sind die Doppelschicht- bzw. Lithium-Ionen-Kondensatoren, die in Energie-, Speicher- und Backup-Anwendungen verwendet werden. Damit auch genug der Vorrede. Ich möchte jetzt in das technische Thema einsteigen und zu Beginn erstmal einen Überblick geben über die verschiedenen Kondensatortechnologien. Wenn man über die Spannung und die Kapazität, hier doppellogarithmisch abgetragen, die verschiedenen Einsatzfelder der Kondensatortechnologien gegenüberstellt, dann erkennt man hier in der Mitte orange-rot und grau eingezeichnet das weite Feld der Kunststofffolien und Leistungskondensatoren. Und gerade im Bereich höherer Spannungen kann man erkennen, dass man mit den Alu-Elkos dann doch bei ca. 600 Volt ausgeknautscht ist und da übernehmen dann die Kunststofffolienkondensatoren. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ein anderer Unterschied, das kann man hier auch direkt erkennen, ist die Kapazität. Bei den Folienkondensatoren kommen wir in den Bereich von einigen 100 Mikrofarad, während wir bei den Alu-Elkos bis in den Faradbereich vordringen können. Wir haben neben diesen beiden wesentlichen Parametern weitere Parameter, die wir im Folgenden uns anschauen werden. Wo setzt man diese Kondensatoren ein? Ein Hauptanwendungsgebiet, daher auch der Name des heutigen Vortrages, ist der DC, der Gleichspannungszwischenkreis. Und man findet diesen Zwischenkreis im Grunde genommen in sehr vielen Invertern und Konvertern, sei es jetzt DC, DC-AC oder AC, DC-DC oder weitere Kombinationen, die hier exemplarisch mal dargestellt sind. Man hat in der Regel in der Mitte zwischen den Wechselspannungen, die eingangsseitig vorliegen, einen Gleichrichter und hat dann einen Kondensator, der eben eine Zwischenpufferung, hier ist das mal Spannungsbild über die Zeit abgetragen, der diese Pufferungsaufgabe übernimmt, aus den pulsierenden Gleichspannungen dann eine wirkliche Gleichspannung zu machen.
Es bleibt immer noch eine gewisse Rippelspannung, ist etwas klein geworden hier in der Abbildung, aber man kann sich vorstellen, dass selbst nach dem Kondensator-Zwischenkreis noch ein gewisser Spannungsrippel bleibt und die Kondensatoren werden so bemessen, dass dieser Rippel dann erträglich klein bleibt für die nachfolgende Schaltung. Anwendungen umfassen Windkraft- und Photovoltaik-Umrichter, ganz prominent Motorsteuerungen, da gehen sehr viele Kondensatoren stückzahlmäßig rein. Ein Wachstumszweig sind Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Da gibt es einerseits im Antriebsstrang, aber eben auch für die Ladeeinrichtungen, die ja an Bord des Fahrzeuges mitgeführt werden, Bedarfe für Zwischenkreise. Und die werden wegen der hohen auftretenden Spannungen häufig in Folienkondensatorbauweise ausgeführt. Beleuchtungsapplikationen und zum Beispiel auch Stromversorgung für Schweißen können auf Folienkondensatoren zurückgreifen. Die Bauformen, die gängig sind, ich lasse mal die ganz kleinen Kunststoffumspritzen oder Kunststoffgehäusebauformen hier weg. Das sind vor allem zylindrische Bauformen mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten. Und dann sind es auch Module. Die gewinnen in jüngerer Zeit immer mehr an Bedeutung, insbesondere getrieben durch die Automotive-Applikationen. Die sind natürlich hier in der Regel kundenspezifisch. Die werden genau angepasst an die Anschlüsse der IGBTs, die zur Anwendung kommen und an die Bausituation im Fahrzeuginnenraum. Die meisten Kunststofffolienkondensatoren sind so aufgebaut, dass sie im Inneren eine Kondensatorzelle oder mehrere Kondensatorzellen enthalten. Man hat typischerweise Spannungen an einer Zelle, die so im Bereich bis 1,2 Kilovolt reichen können. Wenn man höhere Spannungen benötigt, wird das in der Regel so realisiert, dass man mehrere dieser Zellen in Serie schaltet und intern verbindet. Von außen hat man dann einen Kondensator, aber im Inneren sind eben mehrere Kondensatorzellen in Serie geschaltet. Das Hauptmaterial als Dielektrikum, was wir einsetzen, sind metallisierte, biaxial orientierte Polypropylenfolien. Ein etwas sperriges Wort. Polypropylen kennt im Grunde genommen jeder als Endanwender. Ist eine gängige Kunststoffverpackung für zum Beispiel Lebensmittel oder auch für Medikamente, für Zigaretten, für alle möglichen Dinge, die eingepackt werden und vor Feuchtigkeit geschützt werden sollen. Wir haben hier eine spezielle Filmqualität und das drücken diese ersten beiden Buchstaben BO aus. Die Polymerketten in den Standardverpackungsfolien, die sind in der Regel ungeordnet. Das heißt, wie kann man sich sinngemäß vorstellen wie ein Teller Spaghetti, wo die langkettigen Polymere wild durcheinander drin angeordnet sind. Bei den in zwei Richtungen ausgerichteten Folien ist es so, dass durch einen Streck- und Ziehvorgang während der Herstellung der Folie die Polymerketten senkrecht zueinander ausgerichtet werden. Das ist insbesondere vorteilhaft für eine hohe Permittivität. Wir wollen ja viel Kapazität aus dem Kondensator nachher herausbekommen. Und zum anderen, und das ist auch sehr wichtig für eine bessere Spannungsfestigkeit, als wenn wir einen Standardverpackungsfilm, eine Verpackungsfolie verwenden würden. Der Haken bei der Sache ist, dass es nur wenige Hersteller auf der Welt gibt, die diese Qualität von Folien herstellen können. Und die Fertigungskapazität ist, wenn eine sehr hohe Nachfragesituation herrscht, manchmal der einschränkende Faktor und kann zu längeren Lieferzeiten führen. Das lässt sich als Hersteller von Kondensatoren kaum heilen, weil die Fertigung, die man benötigt, um solche Folien zu machen, ist so groß, dass das den eigenen Bedarf weit übersteigen würde. Und aus naheliegenden Gründen kaufen Wettbewerber natürlich nicht gerne bei einem ihrer Marktbegleiter Vormaterial ein. Also wird es wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben, dass nur eine Handvoll von Folienlieferanten den Markt bestimmen und wir als Verarbeiter der Folie dann aber schon direkt ansetzen mit der Metallisierung. Die Metallisierung erfolgt im Vakuum und da wird also Metalldampf abgeschieden auf der Oberfläche von dieser Folie. Man sagt das so leicht hin, es ist aber gar nicht so trivial. Die Folie ist ja recht dünn, das ist so Mikrometerbereich und die flüssigen Metallpartikelchen, die sich da abscheiden, würden natürlich sehr schnell zu Schädigungen führen, das heißt bis hin zu einem Loch, was sich hineinbrennt oder zumindest einer Schwächung der Schicht. Daher wird das Ganze so gemacht, dass man in der Produktion diese Folien auf einer Trommel führt, die gekühlt ist.
Und da kann man tatsächlich, wenn man das schnell genug macht, Metalldampf drauf abscheiden, ohne Löcher reinzubraten. Das Ganze ist ein Prozess, den wir im Haus machen. Da stehen inzwischen drei solcher Maschinen für die Vakuumbedampfung von Folien in unterschiedlichen Breiten. Und das, was wir dann aufbringen, ist im Wesentlichen ein Aluminium. Wir haben aber auch, das ist hier so schematisch dargestellt, die Folie weiß und das Graue soll das Aluminium sein, was da aufgedampft wurde. Wir haben aber auch eine Kombination aus Aluminium und Zink. Gerade im Randbereich nimmt man das gerne, um einerseits die mechanische Kontaktierung des Wickels zu verbessern. Da wird nämlich auch tatsächlich mit flüssigen Zinktröpfchen eine sogenannte Chopierung oder Stirnseitenkontaktierung hergestellt, um nachher die Anschlüsse mit der Außenwelt herzustellen. Und wenn man höhere Stromdichten hat, dann ist es vorteilhaft, hier den Querschnitt im Randbereich zu erhöhen, denn immerhin muss der ganze Strom, der auf der Fläche sitzt, ja hier durch. Dann gibt es für spezielle Anwendungen im Wechselspannungsbereich auch Zink-Aluminium-Folien. Sind hier der Vollständigkeit nochmal aufgeführt. Wir haben dort eine relativ dünne Tragschicht aus Alu und obendrauf eine etwas dickere Zinkschicht. Warum Zink? Zink ist nur zweiwertig, Alu dagegen dreiwertig. Das heißt, die Kräfte, die im Betrieb auftreten und zu einem Beschädigen des Wickels führen können, sind deutlich kleiner, wenn ich mit Zink arbeite im Vergleich zu Alu. Aber das ist wieder ein Spezialthema. Das sind dann die AC-Filterkondensatoren. Bei den hier betrachteten DC-Link-Folienkondensatoren kommen im Wesentlichen Rhein-Alu- und Alu-Zink-Filme zum Einsatz. Wir haben, was die Oberflächen angeht, die Möglichkeit, entweder eine gleichförmige Metallisierung durchzuführen. Das ist hier gezeigt. Das ist also die Draufsicht auf so ein metallisiertes Stückchen Film. Da kann man erkennen, dass das hier eine unterschiedliche Dichte hat. Hier ist es heller, hier ist dunkler. Und da kann man also tatsächlich auch, wenn man das möchte, Verläufe rein prägen. Das heißt, man kann die Schichtdicke kontinuierlich variieren über die Folie hinweg. Was man auch machen kann, und das ist auch eine Möglichkeit für eine Eigensicherung der Kondensatoren im Betrieb, ist, dass man hier Muster, man kann hier so kleine T-förmige Muster erkennen. Das heißt, ich habe hier überall kleine metallisierte Flächen, Rechtecke. Und für den Fall, dass in einem dieser Rechtecke ein Kurzschluss erfolgt zu der benachbarten Lage, dann würde sich ein kleines Stückchen wie eine Sicherung hier die Verbindung verabschieden und ich habe das ganze Stück isoliert. Hat den Vorteil, dass ich einen Folgeschaden durch einen größeren Kurzschluss und vielleicht ein sich Fortsetzen des Kurzschlusses verhindere, hat aber den Nachteil, dass ich bei einem Kurzschluss sofort eine ganze Fläche verliere und nicht nur einen kleinen, ein kleines Areal. Man kann auch Muster machen, die so rautenförmig aussehen oder man kann diese T-förmigen Muster hier gezeigt links im Bild auch größer darstellen. Und man hat dann hier oben die Kontaktierung sozusagen zur stromführenden Leiter nach draußen. Und für den Fall, dass hier auf einer Fläche ein Kurzschluss entsteht, dann wird eine Sicherung gleich diese kleine Verbindung hier dann durchbrennen und damit ist das Bauteil dann wieder in einem sicheren Zustand. Es gibt also im Grunde genommen zwei Strategien, wie man mit Kurzschlüssen umgehen kann. Das eine ist, dass man Flächen macht, die dann durch kleine Stege verbunden sind und dann einen Sicherungscharakter aufweisen. Oder man macht die Metallbeschichtung so dünn, dass man eine relativ hochohmige Fläche hat und damit dann im Grunde den Stromfluss begrenzt, sodass es nicht zu einem größeren Schaden kommt, wenn lokal ein dielektrischer Durchbruch erfolgt. Beides ist gängig, beides hat Vor- und Nachteile, wie eben erwähnt. Ich möchte nochmal die Gelegenheit nutzen, weil wir nun schon vier Vorträge über Alu-Elkos hatten, ich kann es nicht lassen, nochmal einen Vergleich zu ziehen zwischen den beiden Technologien. Das Grundlegende fängt ja schon im Namen an. Der Folienkondensator ist nach seinem Dielektrikum benannt, während wir beim Alu-Elko die Besonderheit haben, dass er nach dem Elektrolyt, also nach der flüssigen Kathode, benannt wird. Und wir haben beim Folienkondensator, auch wenn hier Anode und Kathode mit Plus und Minus gekennzeichnet sind, ein Bauteil, was grundsätzlich auch andersrum angeschlossen werden kann. Das ist also nicht polar, während der Alu-Elko sehr wohl polar ist und bei Verkehrtpolung empfindlich reagiert, indem er dann ausfällt. Beim Folienkondensator ist das nicht der Fall.
Also das ist leider ein bisschen irreführend hier mit den Anschlüssen. Die werden zwar auch Anode und Kathode genannt, man kann das Ganze aber auch umdrehen und das dann immer noch Anode und Kathode nennen. Was die Konstruktion der Bauteile angeht, sehen die von außen zunächst mal sehr ähnlich aus. Wir haben hier links einen Folienkondensator in zylindrischer Bauform. Wir haben hier mal ähnliche Abmessungen genommen für den Folienkondensator und den Elko. Also Durchmesser so 76, 77 mm, Länge 95, hier 96 mm. Und wenn man so auf 600 Volt geht, das ist so die untere Kante, was man mit Folienkondensatoren macht, die meisten haben höhere Spannungsfestigkeiten, dann kämen wir hier auf eine Kapazität von 480 µ, während der Alu-Elko schon reichlich 1800 Mikrofarad in diesem Becher beinhaltet. Das ist zunächst mal ein augenfälliger Unterschied zwischen den beiden Technologien. Aber richtig markant wird's, wenn wir auf die Rippelströme schauen. Wir haben hier nochmal die beiden Produkte im Vergleich, Elko und Folienkondensator. Und man kann hier sehen, dass über den Temperaturbereich und verschiedene Frequenzen hinweg der Folienkondensator bis 60 Grad Umgebung sehr, sehr gut im Vorteil ist. Der hat also mehr als das Doppelte an Stromtragfähigkeit von dem Alu-Elko. Aber wir sehen hier auch, ab 85 Grad wird die Luft dünn für den Folienkondensator. Dann darf ich den nämlich nicht mehr mit einem Rippelstrom beaufschlagen, weil das Bauteil dann zu warm werden könnte und ausfällt. Das heißt, wir haben hier im Grunde genommen zwei wesentliche Unterschiede. Das eine ist, der Temperaturbereich beim Folienkondensator ist eingeschränkt, aber die Stromtragfähigkeit ist deutlich größer. Das liegt darin begründet, dass die Verluste, die im Dielektrikum entstehen im Betrieb, wenn ich eine Rippelspannung oder Rippelstrom anlege, deutlich kleiner sind als bei einem Alu-Elko. Und das gibt mir dann den Vorteil der höheren Stromtragfähigkeit. Das Ganze ist natürlich begrenzt konstruktiv, zum einen durch die Anschlüsse, also die Terminals nach außen. Da habe ich so über den dicken Daumen physikalische Grenzen im Bereich so um die 80 Ampere. Wenn ich da mehr möchte, dann muss ich da andere Formen von Anschlüssen wählen. Das geht teilweise bei den Modulen ganz gut, wo man dann Parallelschaltungen macht mit einer internen Stromverschienung. Aber für den Einzelanschluss kann man sich so als Faustregel merken, dass wir da lediglich über 80 Ampere maximal sprechen. Bei den Alu-Elkos ist das natürlich schon früher gedeckelt, weil dann die Eigenerwärmung so hoch würde, dass der Elektrolyt sieden könnte im Betrieb und dann das Bauteil ausfällt. Wenn wir weitere charakteristische Merkmale uns anschauen, dann sieht man hier links den Folienkondensator, der Tangens Delta über die Temperatur. Der ist also sehr flach, da tut sich im Grunde nichts. Und während ich beim ESR oder Tangens Delta vom Alu-Elko eine sehr starke Temperaturabhängigkeit habe. Wir haben das ja bei dem ersten Vortrag in dieser Reihe schon mal besprochen, dass das damit zusammenhängt, dass da ein flüssiger Elektrolyt ist und wenn ich den abkühle, wird er immer viskoser, die Leitfähigkeit verschlechtert sich und der ESR steigt an. Beim Folienkondensator hervorzuheben ist, dass die Kapazitätsänderung über die Temperatur im kleinen einstelligen Prozentbereich ist. Während wir doch eine recht starke Abhängigkeit beim Alu-Elko haben, da ist die Kapazität tatsächlich auch ähnlich wie der ESR stark temperaturabhängig, weil bei tieferen Temperaturen die Erreichbarkeit der Poren und der Oberfläche schlechter wird und damit die verfügbare Kapazität kleiner wird. Wir haben also tatsächlich ein paar gute Eigenschaften, aber eben einen eingeschränkten Temperaturbereich. Aber man kann ja auch nicht alles auf einmal optimieren, da ist die Physik vor. Aber wir haben hier schon einen guten Vorteil, was die Stromtragfähigkeit, die Temperaturstabilität angeht. Wenn wir weiter vergleichen, wie das Frequenzverhalten ist, ist leider ein bisschen dünn hier auf der Folie, sehe ich gerade, aber man kann sich vorstellen, dass hier im Grunde überhaupt fast keine Änderung der Kapazität über die Frequenz zu verzeichnen ist beim Folienkondensator. Das gleiche gilt auch über einen sehr weiten Frequenzbereich, hier bis 100 kHz abgetragen für den Tangens Delta. Also der Verlustfaktor ist auch konstant. Wir haben das beim Alu-Elko gesehen, dass da eine starke Frequenzabhängigkeit der Kapazität ist.
bis zur Resonanzfrequenz geht das dann runter und der Verlustfaktor, der steigt mit der Frequenz. Das heißt, der wird immer hochohmiger bzw. verhält sich irgendwann wie eine Induktivität. Das ist beim Folienkondensator nicht so ausgeprägt. Da müsste ich schon zu deutlich höheren Frequenzen gehen, um dieses Verhalten zu sehen. Also im technisch gebräuchlichen Frequenzbereich verhält er sich sehr gutmütig. Das macht ihn im Prinzip auch interessant für viele technische Anwendungen, die im mehreren 10 Kilohertz Bereich spielen. Wenn wir uns die Lebensdauer im Vergleich anschauen, dann gibt es auch beim Folienkondensator eine endliche Lebensdauer. Die ist aber sehr lang und die Veränderungen, die das Ende der Lebensdauer kennzeichnen, sind deutlich geringer, insbesondere im Bereich der Kapazität. Da spricht man schon von einem Erreichen des Endes der Lebensdauer bei 3% Kapazitätsverlust. Der Tangens Delta kann sich allerdings auch im Laufe des Lebens verdoppeln oder verdreifachen, ähnlich wie beim Alu-Elko. Aber die Kapazität beim Alu-Elko, die hatten wir im zweiten Teil der Reihe gesehen, kann durchaus 20-30% geringer ausfallen am Ende des Lebens im Vergleich zum Anfangswert. Da gibt es also schon Unterschiede und wir haben eben über die verschiedenen Temperaturen, die sind hier in verschiedenen Farben hervorgehalten, haben wir Lebensdauern, die dann abhängig sind von der tatsächlich angelegten Spannung im Betrieb. Eine Besonderheit bei den Folienkondensatoren ist, dass man hier auch Spannungen, hier ist also 1, dass man Spannungen anlegen darf, die höher sind als die Nennspannung. Allerdings geht das dann zulasten der Lebensdauer und man muss eben aufpassen, dass man den zulässigen Temperaturbereich nicht überschreitet, ansonsten provoziert man Ausfälle. Wir haben, wenn man das mal so farblich gegenüberstellen mag, folgende grobe Unterscheidung zwischen den Folienkondensatoren hier in der Mitte und da die Elkos. Kapazität, klar haben wir gesehen, da ist der Elko im Vorteil, hat eine höhere spezifische Kapazität. Bei der Spannung liegt der Folienkondensator vorn. Da können wir also tatsächlich in einer Zelle schon bis zu 1,3 kV abbilden. Beim Alu-Elko ist es die Hälfte. Da schaffen wir ungefähr 650 Volt für ein 85 Grad Bauteil als maximale Spannung aktuell. Beim Ripple-Strom liegt der Folienkondensator vorn, bei ESR und Tangens Delta auch. Das Frequenzverhalten und die Kapazitätsstabilität sind überlegen beim Folienkondensator. Spannungs-D-Rating haben wir auch gesehen. Man darf den durchaus bei etwas höheren Spannungen betreiben, ohne dass er kaputt geht. Beim Alu-Elko ist der deutlich empfindlicher. Da gibt es kurzzeitig zulässige Überspannungen, aber nicht im Dauerbetrieb. Dann würde man das Bauteil schädigen. Der Haken nach all diesen Vorteilen, der eingeschränkte Temperaturbereich. In der Regel werden die Bauteile für eine Umgebungstemperatur von 70 Grad spezifiziert. Technisch können die Folien 85 oder sogar 105 Grad ab. Aber wenn ich einen Ripple-Strom beaufschlagen möchte, dann muss ich ab 70 Grad ein D-Rating machen. Das heißt, bei 85 Grad ist der zulässige Strom dann 0 und bei 70 Grad darf ich noch den Nennstrom anlegen, wie er im Datenblatt steht. Das ist wichtig, dass man das beachtet, weil die Bauteile eben, obwohl sie sehr verlustarm sind, eine gewisse Eigenerwärmung machen. So eine Faustregel ist, dass bei Nennlast die Bauteile um 15 Kelvin im Kern wärmer werden als in der Umgebung. Und das sollte man auch nicht übertreiben mit der Eigenerwärmung, weil, wie schon gesagt, bei höheren Temperaturen das Dielektrikum, also die Kunststofffolie, eine niedrigere Durchbruchsspannung hat und dann dazu neigt, dass es Kurzschlüsse gibt. Ja, Zuverlässigkeit und Lebensdauer sind bei den Folienkondensatoren sehr gut im Vergleich zu den Elkos, die da doch sehr empfindlich auf die Temperatur reagieren. Energiedichte, das ist klar, wir haben ja gesehen, bei der Kapazität liegen die Elkos vorne, das ist natürlich im übertragenen Sinne dann auch für die Energiedichte so. Und daraus folgt dann, dass die Kosten pro Joule, also pro Energieeinheit, bei den Elkos kostengünstiger sind als bei den Folienkondensatoren. Das ist also nicht so das prädestinierte Bauteil für Energiespeicheranwendungen, aber die Kosten pro Ampere-Rippelstrom sind dann wieder spezifisch günstiger, weil das Bauteil, wir haben es vorhin an dem direkten Vergleich gesehen, im selben Becher deutlich mehr Stromtragfähigkeit aufweist als ein Elko. Ja, zum Thema Durchbruchspannung. Ich habe es schon
erwähnt, die Durchbruchspannung ist temperaturabhängig. Also wenn man hier mal die Volts pro Mikrometer abträgt über die Temperatur, dann kann man erkennen, dass es hier so eine ungefähr, ja, mit gutem Willen lineare Abhängigkeit gibt. Hier sind verschiedene Foliendicken dargestellt in der Grafik. Und klar, die dünnste hat natürlich auch die geringste Durchbruchspannung. Und das sinkt dann auch nochmal wieder von 450 Volt pro Mikrometer auf unter die Hälfte, auf 200 Volt pro Mikrometer bei 105 Grad Umgebungstemperatur. Und das muss man sich also immer vor Augen führen, dass die Bauteile bei höheren Temperaturen eben eine geringere Durchbruchspannung haben und damit die Wahrscheinlichkeit für Durchbrüche, also für kleine Kurzschlüsse, steigt. Was macht so ein Kondensator, wenn er jetzt eine Überspannung sieht? Man redet ja von Selbstheilung. Das schauen wir uns mal etwas genauer an. Die sogenannte Selbstheilung ist im Prinzip hier links dargestellt, ein Wegbrennen von einem Stückchen Fläche. Wir haben hier den Durchschlag zwischen zwei benachbarten Metallisierungen und das erzeugt Wärme und auch eine kleine Stoßwelle. Und am Ende haben wir dann eine Unterbrechung der Metallisierung an dieser Stelle, sodass kein elektrischer Strom mehr fließen kann. Der Kurzschluss wird also nicht fortbestehen, sondern die Stelle ist hochohmig, steht natürlich nicht mehr als Kondensatorfläche zur Verfügung und die Kapazität ist etwas gesunken. Wenn man diesen Mechanismus der Selbstheilung, der ja durchaus etwas destruktiv ist, weil man Kondensatoroberfläche verliert, mal betrachtet, dann wird auch klar, warum man den Änderungsausfall schon bei 3% Kapazitätsverlust ansiedelt. Das ist nämlich so, dass der Kapazitätsverlust im Wesentlichen darauf beruht, dass es kleine dielektrische Durchbruchereignisse gab, die dazu führten, dass kleine Flecken aus der Kondensatoroberfläche verloren gegangen sind. Und da müssen schon viele kleine Durchbrüche erfolgt sein, um 3% Verlust bei der Kapazität zu erreichen. Und man sagt, ab diesem Zustand oder noch etwas drüber wird es nachher instabil. Dann kann es auch mal zu einem Massendurchbruch kommen und damit zu einem Totalausfall des Bauteils. Das will man nicht und deshalb sagt man, die Grenze ist schon bei 3% Kapazitätsverlust anzusetzen. Ja, hier rechts im Bild ist das Ganze nochmal etwas detaillierter dargestellt, was ich gerade versucht habe zusammenzufassen. Da geht es also auch richtig zur Sache. Man liest hier Stichwort Plasmazone. Da wird es wirklich heiß. Das sind vollständig ionisierte Gase. Die Gase sind die Verbrennungsprodukte aus dem, was der Funken angerichtet hat. Und das macht dann auch eine kleine Stoßwelle. Und das sorgt nachher dafür, dass diese Stelle dann sauber isoliert ist. Wenn so etwas zu häufig auftritt, das kann man ja provozieren durch Überspannung, dann kann das auch zu einem großen Kurzschluss und zu einem Totalausfall des Bauteils führen. Für diese Fälle hat man in der Regel ein Überdruckventil, was den elektrischen Kontakt abbricht, in der Deckelscheibe integriert, um zu vermeiden, dass einem salopp gesagt das Bauteil um die Ohren fliegt und möglicherweise das Gerät oder gar Menschen, die in der Umgebung sind, schädigt. Ja, bei den Ausfallmechanismen bei Folienkondensatoren ist einmal ja im Grunde die normale Abnutzung, das heißt viele Selbstheilungsvorgänge führen zu Kapazitätsverlust. Und es kann natürlich auch durch Überlast zu einem Kontaktverlust kommen, dass also Sicherheitsmechanismen greifen. Es ist aber auch so, dass die Bauteile, das darf man nicht verschweigen, Feuchtigkeit nicht mögen. Dadurch kann es zu Korrosion kommen und dadurch wiederum zu Verlust an leitfähiger Plattenoberfläche. Und es kann natürlich auch durch Kurzschlüsse zu einem Verlust des Dielektrikums kommen, beziehungsweise in Verbindung mit Korrosion zu einer Kapazitätssenkung. Das heißt, die wichtigsten Stressfaktoren für so einen Folienkondensator sind natürlich die Temperatur, die im Betrieb auftretenden Spannungen und die Feuchtigkeit. Deshalb packt man die in der Regel auch sehr gut ein vom Gehäuse her, aber die sind eben nicht hermetisch dicht. Deshalb gibt es da auch immer Grenzen für die Umgebungsluftfeuchte. Und wenn man das alles beachtet, kann man die auch sehr lange und mit Erfolg betreiben. Und sie haben eben auch gute Selbstheilungseigenschaften, dass sie nicht gleich einen Kurzschluss und ein thermisches Wegdriften auslösen, wenn da irgendwo ein kleiner Durchbruch ist. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und nochmal werben, sozusagen technisch werben für die Module. Hier rechts im Bild ist so ein
Kondensatormodul zu sehen und links ein traditioneller Folienkondensator in zylindrischer Bauform. Wir haben hier mal so ein Beispiel für einen 800 Volt Kondensator mit 500 Mikrofarad. Und was gewinne ich durch diese Modulkonstruktion? Also ich kriege tatsächlich einen Faktor 4 geringeren ESR. Ich kann die Eigeninduktivität signifikant auf ein Drittel des Ursprungswertes zusammenschnurren lassen. Das ist schon sehr schön, gerade wenn ich relativ schnell schaltende Applikationen habe. Und ich kann eine viel höhere Stromtragfähigkeit realisieren in diesem Modul als in den diskreten Kondensatoren. Das heißt, für eine Vielzahl von Anwendungen, die kompakt sind und eine hohe Leistung oder hohe Stromdichten benötigen, bieten diese Module wirklich technische Vorteile, die ich gar nicht erreichen kann mit diskreten Bauelementen. Der Haken, es gibt natürlich immer einen Haken, ist, das ist kundenspezifisch und ich habe Werkzeugkosten und muss natürlich auch einiges an Engineering reinstecken, bevor ich so eine Modullösung realisieren kann. Das heißt, ich muss im Grunde diese Einmalkosten umlegen auf die Stückzahl und wenn die nicht allzu hoch ist, dann wird das eine teure Tasse Tee. Aber für den Fall, dass ich eine größere Serie habe für Industrie- oder Automobilanwendungen, dann kann das durchaus Vorteile bringen, weil ich sonst diese Lösung gar nicht realisieren könnte. Und es ist so, dass wir tatsächlich diese Module zunehmend nicht nur im Automotive, sondern auch in Industrieapplikationen einsetzen. Die Anbindung der Leistungshalbleiter an die Module erfolgt passgenau. Das heißt, man hat hier geringe mechanische Toleranzen und eine sehr niederinduktive Anbindung. Und es ist so, dass die Bauteile da wirklich technische Vorteile bieten, die man mit diskreter Bauform nicht erreichen kann. Damit komme ich auch schon zur Zusammenfassung des heutigen Webinars. Folienkondensatoren eignen sich sehr gut für den Einsatz im Spannungszwischenkreis. Und wir finden häufig das Polypropylen, insbesondere diese biaxial orientierte Variante als Dielektrikum. Ich habe die anderen mal ausdrücklich weggelassen, weil die von der Verbreitung her nicht so häufig sind. Es gibt natürlich PET und PEN, die eine andere Charakteristik haben, was Temperaturen angeht und die Permittivität, die ist dann zum Teil geringer, die Temperatur dafür höher. Aber gängig ist eigentlich, weil es sehr gute Langzeiteigenschaften und auch elektrische Eigenschaften hat, das Polypropylen. Wir haben lange Lebensdauern, also man kann da durchaus Lebensdauern 10, 15 oder auch sogar 20 Jahre bekommen bei Folienkondensatoren im Gegensatz zu den Alu-Elkos, wo wir bei 15 Jahren technisch ein Ende haben. Und wir haben gesehen, es gibt hohe Stromtragfähigkeiten. Die Folie, und das ist dem Dielektrikum geschuldet, ist über weite Bereiche temperatur- und frequenzstabil. Umgebungstemperatur und Betriebsspannung sind die Hauptstressoren, in Klammern Luftfeuchtigkeit nicht vergessen, kann zu Korrosion führen. Und im Zweifel ist die Auswahl vom Hersteller zu bestätigen, weil man eben auf mehr Parameter achten sollte als nur Spannung und Kapazität. Da spielen eben noch andere Faktoren wie Stromtragfähigkeit, Eigeninduktivität, Übergangswiderstände eine Rolle bei der Auswahl. Ja, das soweit zum Einstieg oder zum Überblick über DC-Link-Folienkondensatoren. Damit können wir in die Diskussion einsteigen. Ich sehe gerade, man hat gehört, dass mein Hund Gassi gehen wollte. Das ist wohl wahr. Aber keine Sorge, meine Frau ist mit ihm rausgegangen. Ja, vielen Dank, Arne, für diesen sehr interessanten Vortrag. Wie versprochen, kommen wir jetzt auch schon zu unserer Frage- und Antwortrunde. Sie, liebe Teilnehmer, haben nun die Möglichkeit, Ihre offenen Fragen im Chat zu formulieren. Machen Sie bitte reichlich davon Gebrauch. Ich hätte auf jeden Fall schon mal eine Frage, Arne, bezüglich der Polypropylenfolien. Welche typischen Dicken haben denn die Metallschichten auf den Folien? Die sind sehr, sehr dünn. Also, und sehr, sehr dünn bedeutet, die sind so im Bereich von, ich sag mal, 20 bis 100 Nanometer. Da kennen sich die Atome fast mit dem Vornamen. Nein, kleiner Scherz, aber das ist schon wirklich sehr dünn. Man kann, das hat man in den Fotos ja erahnen können, man kann da fast durchschauen. Also es ist sehr wenige Lagen übereinander. Und welche Dicken sind denn gängig für die Folien selbst?
Ja, stimmt, das habe ich vorhin ganz unterschlagen. Also wir haben hier Bereiche von circa, ich sag mal so knapp unter 2 Mikrometer. Das ist dann für Applikationen mit nur wenigen 100 Volt Spannungsfestigkeit bis hin zu so Größenordnung 8, 9 Mikrometer. Das ist dann für Applikationen, wo es um mehr Strom geht, zum Teil XY-Kondensatoren, die haben etwas dickere Folien, weil die ja auch im Überspannungsfall dann nicht gleich einen Durchbruch zeigen sollen. Aber gängig sind in der Massenfertigung Dicken, wir machen das so von ungefähr 2,4 Mikrometer an bis, ich sag mal, 6, 7 Mikrometer. Das sind so die gängig, die in Großserie laufen. Und dann hängt es eben ein bisschen von Spannungs- und Temperaturbereich ab, welche Folie man verwendet. Und ja, ist also doch dünner als so die gängigen Haushaltsklarsichtfolien oder Verpackungsfolien, die man so findet. Okay, Und sind ja auch ganz vielen andere Qualitäten, ne? Das, Dank. Es sind so. schon einige Fragen im Chat aufgelaufen. Die erste von unserem Teilnehmer Thomas Vetter. Könnte ich eine Übersicht bekommen mit Daten von den gezeigten Modulbauformen, die schon in Serie sind? Weil ich vermute, dass bei Stückzahlen von 2.000 bis 10.000 pro Jahr eine individuelle eigene Konstruktion nicht wirtschaftlich ist. Wir brauchen 900 Volt Nennspannung und eine Kapazität von 800 bis 1.000 µF. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist mit der Übersicht so eine Sache. Da das ja kundenspezifische Designs sind, unterlegen die in der Regel einem Geheimhaltungsabkommen. Das heißt, der Kunde möchte nicht, dass man damit sozusagen über den Markt geht. Und was wir aber machen können, ist, dass wir ihnen Beispiele zeigen, die ähnlich sind dem, was wir schon für andere gemacht haben. Die Frage der Wirtschaftlichkeit muss man mal schauen. Also es gibt Möglichkeiten, die Gehäuse mit einem Werkzeug zu machen, was nicht so teuer ist wie eins für die Großserie. Das hält dann nur für, ich sag mal, wenige 100 Stück. Aber ich habe nicht die hohen Werkzeugkosten und das könnte hier auch einen Lösungsansatz bieten. Also es ist nicht schwarz-weiß. Man muss das einfach mal kalkulieren. Mein Vorschlag wäre, wenn Sie da konkrete Bedarfe haben, kommen Sie gerne nach dem Webinar auf den Herrn Rehmann zu und dann wird der Kontakt hergestellt und wir können da mal schauen, was geht. Können wir gerne so machen. Ja. Eine zweite Frage von Lukas Greben. Wie kann ich den besten Kondensator für den DC-Zwischenkreis einer Schweißstromquelle ermitteln, in Klammer Step-Down-Konverter? Ja, also den besten, das ist schwierig, weil das Optimalitätskriterium spielt da eine große Rolle. Da müsste man etwas tiefer einsteigen und wissen, was für Anforderungen sie haben. Und da geht es also beispielsweise um die Frage, geht das um eine lange Lebensdauer, geht es um hohe Stoßströme, beim Schweißen natürlich ein Must-have. Was ist Ihnen da besonders wichtig? Oder niedrige Induktivität könnte in dem Zusammenhang eine Rolle spielen. Und insofern gibt es jetzt nicht so eine pauschale Antwort, was der Beste ist. Das hängt sehr davon ab, wie die Anforderungen in Ihrer Applikation aussehen. Da würde ich jetzt auch gerne anbieten, dass wir uns das im Nachgang nochmal detailliert anschauen. Ich glaube, der Kontakt zu Herrn Rehmann, der ist ja da über die Webinar. Ankündigungen und dann ist es leicht, darüber den Kontakt auch herzustellen zu uns. Ja, also generell zum weiteren Vorgehen. Sie alle haben meine Kontaktdaten mit den Einladungen erhalten. Gerne senden Sie mir nochmal die konkreten Fragen zu. Sie erhalten aber nach dem Webinar auch nochmal ein kleines Dankesmail mit dem Hinweis auf das YouTube-Video und auch mit den Kontaktdaten unserer Sales-Mitarbeiter, sodass Sie da auch gerne Ihren zuständigen Kontakt anschreiben können. Im Chat ist eine dritte Frage aufgelaufen von Andreas Lang. Ist bei der Frequenzabhängigkeit bei Elkos die Frequenz des Ribbelstroms gemeint? Ja, das ist auf jeden Fall, also indirekt ja, das ist die Frequenzabhängigkeit des ESR-Wertes und darüber ist natürlich der Ripple-Strom bei unterschiedlichen Frequenzen unterschiedlich zu gewichten. Das heißt, höhere Frequenzen des Ripple-Stromes gehen schwächer ein bei gleicher Strom, bei gleichem Effektivwert des Stromes als
niedrigere Frequenzen. Und das ist einfach dem geschuldet, dass der ESR-Wert frequenzabhängig ist. Und ich am Ende ja dieselbe Verlustleistung nur haben darf, damit das Bauteil nicht überhitzt im Betrieb. Und dadurch kriege ich dann eine Frequenzabhängigkeit des Rüppelstromes sozusagen. Eine letzte Frage von Teilnehmer Hannes. Wie kommt es im Gegensatz zur Folie beim Elco zum Kapazitätsverlust? Warum kann man hier auf bis auf -20% gehen? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist beim Elco ein anderer Mechanismus als beim Folienkondensator. Elcos trocknen aus, salopp gesagt. Also der verliert Elektrolyt und der Elektrolyt ist ja die flüssige Kathode. Und wenn ich weniger Elektrolyt im Becher habe, dann kommt es eben dazu, dass ich nicht mehr die gesamte Anodenfolienoberfläche kontaktieren kann. Und dieser Flächenverlust zeigt sich, wenn ich das Bauteil durchmesse, als Kapazitätsverlust. Das ist der erste Teil der Frage. Der zweite war, warum darf man hier 20% Kapazitätsverlust zulassen? Das liegt darin begründet, dass die Zuverlässigkeit beim Austrocknen nicht schlechter wird. Das heißt, ich darf hier so viel Kapazität verlieren, weil das Bauteil immer noch funktioniert. Es hat nur schlechtere Parameter, deshalb redet man auch vom parametrischen Ausfall, aber es ist ansonsten intakt. Und beim Folienkondensator ist es so, dass schon nach 3% Kapazitätsverlust so viele Dielektrikumsfehlstellen vorliegen, dass wenn ich darüber hinausgehe, es dann zu einem lawinenartigen Anstieg der Kurzschlussereignisse kommen kann und damit zum Totalausfall. Diese Region will ich nicht erreichen. Deshalb lasse ich da nur 3% Kapazitätsverlust zu, während ich beim Alu-Elco 20 oder auch 30, es gibt ältere Baureihen aus dem Bereich der Leuchten für Vorschaltgeräte von Leuchtstoffröhren, die durften 50% Kapazität verlieren. Und dann erst war das Ende der Lebensdauer erreicht. Okay, wir haben jetzt keine weiteren Fragen im Chat. Natürlich können Sie auch gerne im Nachgang auf uns zukommen. Damit sind wir am Ende unseres Webinars angelangt. Sollten noch Fragen offen sein, zögern Sie nicht, mich oder meine Kollegen vom Vertrieb direkt anzusprechen. Wie schon besprochen, eine E-Mail mit den Kontaktdaten unserer zuständigen Mitarbeiter erhalten Sie noch im Laufe des Tages. Als Experten für Leistungselektronik haben wir als GVA natürlich auch noch mehr zu bieten als Kondensatoren. Neben dem Vertrieb einer ganzen Reihe leistungselektronischer Komponenten entwickeln und fertigen wir Baugruppen und Systeme ganz nach ihren Vorgaben. Üblicherweise im Bereich von einigen kW bis in den Megawatt-Bereich. Schauen Sie gerne auf unserer Webseite vorbei und informieren Sie sich. Folgen Sie uns am besten auf LinkedIn. Hier erfahren Sie am schnellsten die Neuigkeiten rund um GVA und Ihre Partner, sowie über unsere neuesten Expertenwebinare. Arne Albertsen und ich bedanken uns für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, Sie bei einem unserer nächsten Webinare wieder begrüßen zu können. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen und hoffentlich bis bald. Ja, Wiedersehen.